Der alleinerziehende Harry S. ist Universitätsprofessor für dies und das und leidenschaftlicher Kneipengänger. Da bleibt wenig Zeit, sich um seinen Sohn Olaf zu kümmern. Olaf steht mit seinen 13 Jahren kurz vor dem Abitur. Seine Hobbys sind die Heisenbergsche Unschärferelation und an seinem Puller riechen. Olaf ist ein verschlossener Junge. Das führt immer wieder zu familiären Konflikten. Liest du schon wieder in den Scheißbüchern? Mensch, geh doch mal runter auf die Straße und mach doch mal einen Bruch! Als ich so alt war wie du, da hatte ich schon den ersten Drogenentzug hinter mir. Unten warten Okan und Kemal, dass du mal einen Wagen knackst oder sowas. Guck mal, mal raus, bisschen Randale machen, die scheiß Bücher. Vater, lass mich. Gehst du jetzt raus? Vater, lass mich bitte in Ruhe. Gehst du jetzt raus? Vater, ich möchte das nicht. Auf ausdrücklichen Wunsch von Katharina Saalfrank, der Supernanny, wird nun noch tüchtig geprügelt. Bitte, ich möchte mit den... Aua! Hör bitte auf! Gehst Vater, du raus? Gehst du raus? Gar nicht. Gehst du raus, meine Autobahn? Kriminalität ist strafbar! Hier mit der Strafe! Du! Du stinkst! Ein aussichtsloser Fall. Oder kann die Supernanny hier noch helfen?